Lilo, heute ein kleiner Beitrag zu UEFI. Damit es nicht so lange dauert, schau dir schon mal mein Tuxedo-Mikro ein. Da drin liegt eine Live-CD. Ja, eine Live-CD von Linux Mint 17C Manon oder wie auch immer man das ausspricht. Manchmal möchte man wissen, schon bei der Installation wird sich das Betriebssystem Ubuntu oder Linux, hier in dem Fall Mint 17, im UEFI-Modus installieren oder nicht. Und ich zeige euch heute, wie. Bei der Installation sieht man ganz kurz, da war kurz Secure Boot Not Enabled. Ja, und daran Secure Boot, da wurde geprüft, kann das BIOS überhaupt UEFI? Ne? Hier haben wir zum Beispiel Linux Mint 17 Cinnamon. Und wir schauen mal, ob wir das auch dann beim Live-Installer noch sehen können, mit welchem Befehl. Ich drücke mal Enter. So, Linux Mint 17 ist hochgefahren. Ich starte mein Terminal. Gegebenenfalls Steuerung Alt und T. Nun, der Mount-Befehl. Mount gibt uns Auskunft, wie der Installer sich wahrscheinlich installieren wird. Wir suchen da nach einem Eintrag, in dem das Wort EFI vorkommt. EFI, nicht EFA. EFI. Sieht man hier zum Beispiel Sys-Firmware. EFI. Na? Da wissen wir dann, wenn wir jetzt installieren mit dem Installer, der jetzt hier drauf ist auf der Live-CD, dann wird er sich im, ja, hier mit dem Installer, wird er sich im UEFI-Modus installieren. Das ist nicht unbedingt bei jeder Linux Mint CD so. Und es kommt auch darauf an, ob ihr UEFI im BIOS aktiviert habt. Ihr könnt auch, wenn euch das zu viel Text ist, mit Mount Leerzeichen. Und dann müsst ihr den senkrechten Strich machen. Könnt ihr, hier scheint es noch einen englischen Treiber zu geben, mit Shift und Raute-Taste erreichen. Und dann sucht ihr einfach nach Grep. Ja, mit Grep suchen nach EFI. Und wenn dieser Eintrag leer bleibt, wenn da nichts kommt, dann wird es sich im ganz normalen BIOS-Modus installieren. Also was soll das Ganze? Wir können schon vorher gucken, vor dem Installieren, wird er sich im UEFI-Modus installieren oder nicht. Gegebenenfalls vorher schon gegensteuern, eine andere CD nehmen oder mal im BIOS nachgucken, was wir jetzt mal tun. So, wir starten jetzt mal neu und sehen dann zum Beispiel bei diesem BIOS, dass wir UEFI installiert haben. Also wir haben mit der UEFI-Installation installiert. UEFI Ubuntu, da ist schon ein Ubuntu drauf, ein Ubuntu 14.04. Nun, jetzt ist aber so, man sieht, nachdem das Ubuntu installiert ist, nicht unbedingt, dass es mit UEFI installiert ist, wenn man nicht im BIOS ist. Also die Bootreihenfolge gegebenenfalls nach oben schieben. Und was ich noch demonstrieren will, wenn man das Ubuntu dann startet, sieht man mit dem gleichen Befehl, ja, dem gleichen Befehl, den wir vorher haben, nicht, also nach der Installation, jedenfalls nicht unbedingt, dass UEFI BIOS installiert wurde als Option. Und ich gehe mal auf das entsprechende Terminal. Gehen wir mal da drauf. Ich sitze hier so ein bisschen verquer, deshalb muss ich das anders machen. Und haben wir da sieht man bei den Einträgen nichts mit UEFI und Firmware, ne? Obwohl es als UEFI-Modus installiert wurde, ne? Also mit Mount und dann den Befehl, den wir vorher benutzt haben, grep EFI, sieht man das nämlich hier nicht, ne? Also da einmal schön aufpassen. Ist vielleicht nicht ganz eingängig, aber bei der Installation kann man vorher schon mal gucken, wird es im UEFI-Modus installiert oder nicht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.